Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu den Bettiger Nachrichten. Wir schalten zu unserem Reporter Fabian Schmid. Hallo zusammen, wir kennen mich, ich bin Fabian Schmid. Ich mache mich jetzt auf den Weg, für die Bettiger Nachrichten ein Interview machen mit Yvonne Ferri zu ihrer Kandidatur für die Regierungsratswahlen und zu ihrem Rücktritt vom Gemeinderat von Bettigen. Bis bald! Hallo Ivan, vielen herzlichen Dank, dass du Zeit hast für die Wettigen Nachrichten, für ein kleines Interview. Ich habe zwei Themen, wo ich gerne ein paar Fragen dir gestellt hätte. Und zwar das eine ist dein Rücktritt vom Gemeinderat, sprich von der Ersatzwahlen. Und das zweite Thema wäre dann deine Kandidatur für die Regierungsratswahlen, die im Oktober werden stattfinden. Ich denke von an, lokal zu Wettigen. Du bist Nationalrätin seit 2011, Grossrätin von 1998 bis 2008, noch Gemeinderätin, was seit 2006 bist. Du bist von 2001 im Einwohnerrat gewesen, davor. Und mehr muss man dich glaub, nicht vorstellen. Ich glaube, unsere Zuhörer und Zuseher kennen dich auch so. Du trittst jetzt zurück aus dem Gemeinderat auf Ende Jahr. Wie hast du den Gemeinderat in dieser Zeit erlebt, so lokal in Wettigen? So ein bisschen als Rückblick. Als Rückblick würde ich gerne zwei, drei Sachen erwähnen, die mir gelungen sind in dieser Zeit. Und dann selbstverständlich auch noch auf meine Gemeinderatskollegen und Kolleginnen kurz ein Wort sagen. So erfolgreich habe ich so gefunden, dass wir die Fachstelle für Altersfragen haben können, installieren in der Zeit, in der ich jetzt Gemeinderätin war. Wir haben ein Altersleitbild gemacht, also wir haben sehr viel für die älteren Leute gemacht. Und im Gegenzug haben wir aber auch Tagesstrukturen können über mein Ressort dann, umsetzen. Die haben zwar eine Initiative gebraucht, dass es dann wirklich gekommen ist, aber es ist uns doch gelungen. Das sind so zwei grössere Sachen, die wir haben können machen in dieser Zeit. Und es sind natürlich ganz viele kleine Geschichten passiert. Reorganisationen von den sozialen Diensten und so, die für mich ganz wichtige Schritte sind und wo ich glaube, wo auch die sozialen Dienste neu auf einen professionelleren Weg gebracht haben, auch wenn es jemanden wieder Rückschritt gegeben hat oder auch einen Stillstand. Aber das ist, glaube ich, normal im Berufsleben, auch im politischen Leben. Dann habe ich natürlich ein super Team, meine Gemeinderatskollegen und Kolleginnen. Die haben zwischendurch mal gewechselt, die Zusammensetzung hat gewechselt. Ich bin mit dem Markus Diet zusammengekommen und hatte eine gute Zeit gehabt. Wir sind so zusammen jetzt die ganzen Jahre miteinander dort gewesen. Und dann hat es aber solche gehabt, die immer noch dabei sind oder die gewechselt haben. Und das ist auch das weinende Auge bei mir, wenn ich jetzt hier gehe, dass ich das Team verlasse. Weil ja, man ist ja auch aufgehoben, man sieht sich auch außerhalb der Gemeinderatssitzungen an gewissen Anlässen. Was ich immer sehr geschätzt habe, wir haben können streiten im Gemeinderat innen über politische Themen. Aber wir sind immer nachher gut Kaffee trinken miteinander und haben es immer gut gehabt. Also die Stimmung im Gemeinderat drin, die ist immer sensationell. Es ist ums Politische gegangen, ja, nicht ums Persönliche. Ja, man hat das wirklich getrennt, das Politische vom Persönlichen. Auch wenn wir nicht gleicher Meinung sind, haben wir nachher können miteinander lachen oder etwas unternehmen zusammen. Und egal in welcher Zusammensetzung wir waren, und das habe ich die ganzen Jahre sehr geschätzt. Schön, das freut uns. Die zweite Frage, die ich noch hätte zum richtigen Gemeinderat hier Wettigen, ist: Wie siehst du oder was wünschst du dir für die Zukunft für Gemeindewettigen aus Sicht des Gemeinderats natürlich? Also von der Zusammensetzung her vom Gemeinderat hoffe ich natürlich, dass unsere Kandidatin von der SP, Kirsten Ernst, gewählt wird. Ich finde es ganz wichtig, dass ein Gemeinderat von verschiedenen Parteien zusammengesetzt wird oder auch parteilos, wie wir ja auch jemanden drin haben, aber dass einfach verschiedene Denkweisen und verschiedene Grundwerte aufeinanderprallen in so einer Exekutive, dass man miteinander Lösungen suchen kann und dass alle Aspekte beleuchtet werden. Wenn zu viel nur von einer Art Mensch, Grundwert drin sind, dann sind die Entscheidungen auch sehr einseitig. Die Mehrheiten sind ja klar in Wettigen. Die bürgerliche Mehrheit, die ist. Und darum mag es gut vertragen, dass zwei bis drei Personen auch eher vom linken oder von einem ökologischen, von einem sozialen Umfeld kommen. Und darum würde ich das sehr begrüßen, wenn das so weitergeht. Dann hoffe ich natürlich, dass der Gemeinderat auch
nicht mehr immer nur noch muss sogenannt sparen oder nur die Verwaltung überprüfen oder das Budget überprüfen, sondern dass man darf innovativ bleiben und wieder Projekte lancieren, dass auch wieder Gelder vorhanden sind für kleinere Projekte, gerade jetzt auch im sozialen Bereich, ja, wo wirklich sehr, sehr wenig Geld für Projekte vorhanden ist, nicht für die gesetzlichen Sachen, die man umsetzen muss, aber sonst hat man da wirklich nicht mehr viel Spielräume. Und das würde ich mir wünschen für den Gemeinderat, dass man wieder innovativer werden kann. Das würde ich mir auch wünschen für die Gemeinderätigen. Jetzt, du hast schon fast die Einleitung gebracht zum zweiten Thema, nämlich zu den Regierungsratswahlen, die am 23. Oktober werden stattfinden, wo du den frei werdenden Sitz von der Susanne Hochuli in Angriff nimmst. Es wäre ja gerade noch der Zufall, du hast mit dem Markus hier angefangen zu wettigen, und wenn der Markus würde gewählt werden und du würdest gewählt werden, dann würde er gerade gemeinsam im Regierungsrat anfangen. Würde ja ein gutes Omen sein eigentlich. Wie ist es dazu gekommen, dass du zur Kandidatin geworden bist von der SP für den frei werdenden Regierungsratssitz? Ja, das war natürlich ein Prozess, wo Susanne Hochuli doch halt sehr kurzfristig gesagt hat, dass sie nicht mehr antritt. Hat die Partei zuerst müssen überlegen, wenn wir überhaupt antreten oder wenn wir nicht. Und dann hat man mit mir auch Kontakt aufgenommen, mit mir diskutiert, ob das eine Option wäre für mich, für den Regierungsrat zu kandidieren. Und ich habe dann natürlich eine breite Auslegeordnung gemacht, politisch, privat, alle Aspekte erleuchtet. Und habe dann gefunden, mal, ich würde das gerne machen. Ich finde das Exekutive eine spannende Sache. Mhm. Und ich glaube, es liebt mir auch sehr. Ich habe das auch bewiesen, 10 Jahre lang, dass ich genau weiss, wenn dass ich in einer Legislative bin, also im Parlament, wie tue ich dort agieren und reagieren. Aber wenn bin ich in einer Behörde, wo ich ganz anders muss politisieren muss, weder im Parlament. Und das ist mir, kann ich glaube von mir sagen, das ist mir gut gelungen die letzten 10 Jahre, bald 11 Jahre. Und ich bringe da sehr viele Kompetenzen mit. Und diese Kompetenzen, die würde ich gerne im Kanton Aargau zur Verfügung stellen und mich da vermehrt auf kantonaler Ebene wieder engagieren. Da wäre schon fast die Einleitung gewesen, meine zweite Frage zu diesem Thema. Was sind deine Ziele und Visionen für den Kanton Aargau? Ich glaube, der Kanton Aargau, wie alle anderen Kantone auch in der Schweiz, hat sehr grosse Herausforderungen zu meistern. Das von dem Gesundheitswesen geht weiter zur Asylsituation, ist aber auch im ganzen Finanzbereich. Und sich da einzelne Ziele zu setzen, ist relativ schwierig, weil man auch noch nicht genau weiss, was für ein Departement das man dann überkommt. Insofern ist mir einfach wichtig, die Gesamtschau anzuschauen und gute Lösungen können mitzuerarbeiten, die für unseren Kanton dann auch stimmen. Und da ist es mir wirklich wichtig, dass man einen guten zusammengesetzten Regierungsrat hat, wo verschiedenes Denken aufeinanderprallt, auch verschiedene Werte aufeinanderprallt, dass man gemeinsam also mit dem Grossen Rat zusammen natürlich dann kann einen Weg finden, um die anstehenden Probleme zu lösen. Du hast ja als dein Wahlkampfthema ist ja du dir eben Gesundheit, Soziales, Asylwesen und Bildung aufgeschrieben. Und genau das wird's. Hättest du Ziel und Vision in dem Fall in diese Richtung? Ja, es ist einfach so, dass ich dort einen grossen Rucksack mitbringe. Mhm. Einerseits aus meinem beruflichen Leben, aber andererseits aus meinem politischen Engagement jetzt hier in der Gemeinde Wettigen, in Spitex, im regionalen Pflegezentrum beispielsweise, aber auch in anderen Sozialhilfebereichen. Und dass ich dort relativ schnell gut könnte starten als Regierungsrätin. Okay. Es ist aber auch so, dass ich auch im Finanzbereich sehr viel Wissen mitbringe, aus meiner früheren beruflichen Tätigkeit. Und dass es darum offen ist natürlich auch, wo schlägt es mich dann an, immer in der Departementsverteilung, wo man ja als Neuling nicht so genau wählen kann, was man dann wirklich will. Das wäre dann eben schon bereits meine nächste Frage gewesen. Welches Ressort würdest du dir am liebsten auswählen, wenn es so weit kommt, dass du gewählt bist im Regierungsrat? Du könntest jetzt wählen von diesen Ressorts, die man wählen kann. Wenn ich könnte wählen, würde ich gerne das von der Susanne Hochuli übernehmen. Mhm. Ich würde mich gerne dieser Herausforderung stellen, auch wenn ich weiss, dass es eines der schwierigsten Departemente ist, die es zum Führen gibt auf kantonaler Ebene. Aber ich würde die Auseinandersetzung sehr gerne in Angriff nehmen. Perfekt. Yvonne, herzlichen Dank. Gerne geschehen. Du hast unsere Fragen sehr gut beantwortet. Ich danke dir und wir wünschen dir von den Wettigen Nachrichten viel Erfolg im kommenden Wahlkampf und drücken dir natürlich auch den Daumen.
wie man den Daumen veraltrocken von Wettigen. Ja, da kann man vielleicht noch etwas dazu sagen, das kommt ja jetzt immer, oder? Mag es dann zwei Wettiger Leute vertreten, ja, im Regierungsrat? Ich bin davon überzeugt, dass es nicht ausschlaggebend ist, wo das man wohnt. Man könnte sonst auch mal zügeln, oder? Ja. Man muss ja auch im Kanton Aargau wohnen. Sondern dass Kompetenzen und Erfahrungen wichtig sind, die ein Mensch reinbringt in so ein Amt. Und die bringe ich sicher mit. Und wenn man jetzt schaut, wie jetzt der Regierungsrat zusammengesetzt ist, gibt es andere Teile, die im Moment auch stark vertreten sind, prozentual zur Bevölkerungsanteil. Oder wenn man schaut, wie oft Aarau schon vertreten war, mag es drei aus dem Bezirk Baden ohne Probleme vertragen. Das sehe ich ähnlich. Und ich denke auch, mit vielen Leuten, die ich geredet habe, sehen das auch so. Wohnen schlussendlich auch sehr viele Leute in dieser Region, im Verhältnis zum restlichen Aargau. Aber wir werden es sehen. Das Volk entscheidet am 23. Oktober. Wir wünschen dir noch einmal viel Erfolg. Ivan, herzlichen Dank. Merci auch. Und bis wieder einmal. Ja. Danke, ja. Ivan. Tschüss.